Hey ho Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play kostenlose Spiele, also den zweiten Teil, weil ich ja schon einmal dieses Coffee-Spiel gespielt habe und heute spielen wir Mother Earth. Hier steht noch schon mal, wie ihr lesen könnt, dass es ein sehr kurzes Spiel und es nur 10 Minuten dauern kann halt und es nicht zum großen Zeitvertreib ist, aber wir werden es jetzt nicht durchspielen. Wir werden es jetzt nur ein bisschen anspielen. Dann drücken wir auf OK. Gehen hier auf New. Und dann sehen wir hier unsere Erde. Das ist sozusagen, wo man die Erdgeschichte nachspielt für alle, die sozusagen interessiert. Dann werden wir ja erstmal, wie wir die Erde hier umdrehen. Dann wie wir rauszoomen, dran zoomen. Und ja. Wir müssen jetzt erstmal diese Teile halt hier dann sozusagen dahin ziehen. Das ist sozusagen wo oder was. Da muss man verschiedene Aufgaben halt erfüllen. Das werdet ihr aber auch dann gleich sehen. Ich mach's nur so, dass ich die jetzt nicht einzeln hinziehe, sondern einzeln hinziehe. Da muss ich es nicht so oft machen. So, unser Mund ist jetzt auch da. Müssen wir hier auf die Vulkane drücken. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Also deswegen weiß ich ungefähr, wie es funktioniert. So. Dann einmal auf die Wolken drücken. Im Übrigen, ich krieg jetzt dafür, wie gesagt, auch wie bei den anderen Spielen, die ich vorstelle, ich sag's nur lieber nochmal, kein Geld jetzt irgendwie dafür. Ich mach's einfach freiwillig. Und ja. Es wird vielleicht heute auch noch irgendwie ein anderes Video kommen, wo ich noch ein anderes Spiel spiele. Aber ich muss noch schauen, ob ich es hinkriege. Und ja. Und im Übrigen, falls ich irgendwie verschnupft klingen sollte, tut es mir auch leid, weil ich auch ein bisschen erkältet bin und ja. Wie gesagt, ihr könnt auch jederzeit, wenn ihr irgendein Spiel kennt, was ich mal spielen soll, mir in die Kommentare schreiben und ja. Aber ich glaube nicht jetzt, dass ich hier vom Meer folgen wollte, weil ich glaube jetzt nicht, dass es so interessant ist. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber das Spiel ist auf jeden Fall komplett kostenlos, ihr müsst nicht irgendwas bezahlen oder sowas. Im Übrigen, wenn ihr irgendwie nicht weiter wisst, könnt ihr zum Beispiel auch hier auf dieses Fragezeichen klicken und dann wird euch da so ein blauer Punkt angezeigt, wo ihr dann sozusagen noch keine Ahnung, zum Beispiel mit den Wolken hingehen müsst, um das zu gießen oder sowas. Also sozusagen so ein Tipp. Ist hier noch irgendwo was? Da noch nicht. Ich finde zumindest, wie gesagt, auch das Spiel sehr gut, aber ich habe das Ding ist, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt euch hier noch groß erzählen soll. Wir werden zumindest so weit machen, dass hier die Menschen haben, weil so weit habe ich dann auch gespielt. Und wenn ihr wollt, können wir dann in einem anderen Part da weiterspielen.
halt, oder ich höre dann halt da auf. Mit der Aufnahme höre ich allgemein da auf, meine ich. Aber ich meine, dass wie es denn wir wollt in einem nächsten Part spielen können. Zumindest machen wir jetzt sozusagen hier die Meerestiere, indem wir die Sterne benutzen. Und dann bauen wir sozusagen hier in so ein Sternbild raus. Und dann sehe ich es gleich. Guck, da sind dann sozusagen die Seelöwen und sowas entstanden. Dann machen wir dasselbe jetzt sozusagen mit Rindern. Machen wir jetzt einen Rind. Ich glaube, das soll ein Rind darstellen, aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt haben wir das Rind auch erstellt. Jetzt machen wir noch ein Kamel. Nee, Schaf, weil da laufen wir zumindest ein Schaf herum. So, Schaf noch ein Stern. Und da noch. Zack. Zack, zack, zack. Zack. Im Übrigen, ich weiß nicht, ich hab's mir zumindest vorgenommen, dass ich jetzt auch regelmäßiger schon mal Videos bringe, weil das ja sozusagen eine Let's Play-Serie ist. Und da haben wir jetzt dann noch Menschen. Guck mal, was müssen wir denn jetzt machen? Gut. Naja, ich weiß jetzt nicht so genau. Ah, doch, wir hätten müssten da Feuer machen. Ah. Berlin? Da war Berlin gerade, weil da war der Fernsehturm. Und jetzt ja in Berlin. Ich glaube, wir haben es jetzt durch, oder? Ich weiß es nicht, ich habe es letztes Mal da nicht hingekriegt, dass man da einen Blitz drauf feuern muss, deswegen weiß ich es nicht. Wow. Wir haben es durch. Dann verabschiede ich mich mal hiermit. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und tschüss.